Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich war in einer Ampel und die Polizei war genau neben uns. Und die haben uns noch so gegrüßt und ich habe noch zurückgegrüßt. Ja. So ohne Lappen am Fahren, jemand noch im Kofferraum, wo wir dabei. So voll auf doof, so weißt du. Wir sind dann in den Wald gefahren. Ich habe den rausgeholt und dann haben wir den so auf Knie getan. Haben wir den dann so eine Tüte über dem Kopf getan. Und ich habe den halt einfach die Knarre am Kopf gehalten. Ja, okay, es geht wieder weiter mit der Biografie von Des. Das ist jetzt der zweite Teil. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben im Wald. Es wurde sehr spannend. Bleibt dran. Der meinte zu mir so, knall den ab. So eiskalt, so knall den ab. Und der hat mir das auf Deutsch gesagt. So, verstehst du? Ja. So, und da habe ich erst gemerkt, so, ey, der meint das ernst. So, weil der Typ versteht kein Deutsch. Ja. Verstehst du, wie ich meine so? Und dann wollte er mir die Plem von der Hand nehmen, so. Und da habe ich gewusst, okay, ich muss jetzt hier Schluss machen, so, weißt du? Bevor das hier ausartet, weil ich wollte den gar nicht. Der war mir ja unwichtig, der Typ, weißt du? Ich wollte seinen Freund haben. Und dann habe ich ihn wieder hochgetan, ne? Hab den jetzt im Wagen getan, also Rücksitz. Ja. Hab den nach Hause gefahren. So. Ich hab den jetzt nach Hause gefahren und ich dachte wirklich, ich mach korrekt. So, weißt du, das ist ehrlich. Ich habe wirklich gedacht, so damals, so, ey, ich hab korrekt gemacht, ich hab dich nach Hause gefahren. Ja. Wir sind wieder in die Wohnung gegangen. Ich meinte dann zu denen, guck mal, wenn du nicht willst, dass das nochmal passiert, gib uns irgendwas. Gib uns irgendwas. Ich muss wissen, wo der Typ ist. Ne? Und dann hat er mir so eine Adresse gegeben. Ja. Und haben wir den da gelassen. Und dann meinst du den auch mal zu. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. So. Jetzt sind wir zu der Adresse gefahren. Ich bin da hingefahren. Es war ungefähr mittlerweile schon 0 Uhr, 1 Uhr morgens so. Ich habe jetzt da geklopft, weil ich habe da gesehen, da war noch Licht an und so. Ich habe das geklopft oder geklingelt, ich weiß nicht mehr. Und sind am Fenster gekommen und meinten, so, was wollt ihr hier? Da meinte ich so, ob der da ist. Und die meinten so, nein, der ist nicht da, was wollt ihr? Da meinte ich so, ich habe 1000 Pound hier, ich muss denen das geben. So, auf einmal ging die Tür auf. Bam, ich bin jetzt reingestürmt. Ja. So, ich habe das ganze Haus jetzt durchsucht so. Und er war nicht da. Er war nicht da. Dann irgendwann habe ich Schreie unten gehört, so. Mein Bruder hat dann den ich glaube, es war ihr Bruder, mit Baseballschläger so ein bisschen bearbeitet. Da bin ich runtergelaufen und habe meinen Bruder da weggehalten und wir sind dann abgezischt, weil es war wirklich laut. So. Es war so eine Nachbarschaft, wo viele Häuser nah aneinander liegen. So wie so Sackgasse-mäßig. Kennt ihr diese runden Dinger, ich weiß, was wo du so meinst, Häuser da sind, aber du kannst nur einen Weg raus? Ja. Ja, so ungefähr. Und dann sind wir wir sind zurück zum Auto, haben uns dann so 200 Meter weitergestellt und haben gewartet. Weil der Bruder von das Mädchen meinte, er kommt jetzt nach hier, ihr habt jetzt Probleme. Und ich dachte einfach, es ist zu laut so, lass uns abhauen, weißt du? Ja. Wir haben uns dann ins Auto gesetzt, so 200 Meter weiter gefahren und haben jetzt einfach gewartet. Wir haben jetzt wirklich, lass mich nicht lügen, 4 Stunden gewartet, 4,5 Stunden gewartet. Ich weiß das noch aus der Akte. Wir sind gegen, weil CCTV, also diese, es gibt Kameras, ja. So Kameraaufnahmen, die gesehen haben, dass wir um 10 vor 6 da weggefahren sind und der Typ kam genau um 6 Uhr nach Hause. Also ich habe ihn nicht gesehen. Ne? Okay. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Okay. So, und jetzt sind wir dann nach Hause gefahren, ganz normal. Und am nächsten Tag war auch die Feier bei uns zu Hause. Das heißt, wir hatten wirklich Tanten, Onkel, meine Geschwister, alle waren da, weißt du. Und irgendwann abends so, habe ich so überall so polizeilich gesehen. So wirklich full. Die haben die ganze Straße abgesperrt. Verstehst du? Und ich dachte so, ist nicht für uns. Du dachtest dir, dieses Aufgebot zu viel, niemals wir, so. Ja, ich dachte, ich habe korrekt gemacht, ich habe den nach Hause gefahren. Verstehst du? Ja, ich muss mich auch festhalten, ich bin null stolz auf diese Sache. Ne? Ich weiß, was du meinst, ja. Du wirst jetzt auch jetzt erfahren, warum, weil ich sag dir ganz ehrlich, das ist wirklich einer meiner Straftaten, die ich bis heute bereue.
Ja. Das hat wirklich mein Leben verändert, dieser Tag. Verstehst du? Und jetzt habe ich überall Blaulicht gesehen. Und irgendwann hat es geklingelt bei uns. So bimbing, bam. Ich denke, oh shit, shit, shit. Weißt du? Und dann irgendwann hat meine Mutter mich gerufen. Du musst jetzt denken, wir haben zu Hause eine Feier. Mhm. Ne? Jetzt ruft mich meine Mutter nach unten. Ich komme runter, das waren irgendwie, boah, ich weiß nicht, wie viele die waren, aber die waren auf jeden Fall viele. Und die meinten dann, wie heißt du? Habe ich meinen Namen gesagt, sofort bam, auf dem Boden, gib ihn. So, ich war jetzt erstmal fixiert, so, weißt du? Ja, Bruder, und dann fing es an. Die haben einfach jeden verhaftet, ne? Sei es Onkel, Tanten, mein kleiner Bruder wurde verhaftet. Jetzt kommt der Film. Der Typ hat der Polizei gesagt, es waren zwei Brüder und deren Schwester. Verstehst du? Mhm. Aber mein Bruder ist ja mit meinem Ausweis nach England gekommen. Und deshalb wussten die auch nicht, dass jemand noch da ist. Die dachten halt, mein kleiner Bruder. Und der war zu dem Zeitpunkt 11. Der wurde dann auch in Kabelbinder getan. Und Bruder, das hat mir sehr weh getan, Bruder. Glaube ich dir. Ich schwöre dir, das hat mir sehr, sehr weh getan, weil... Auch das schon mit anzusehen, dass du denkst, dir wegen deiner Action, dass deine ganze Familie damit genau gezogen so, wird, das siehst du auch direkt. Meine Mutter hat sich extremst geschämt, so, weil sie wusste nicht, was abgeht, ne? Sie wusste wirklich nicht, was abgeht. Und das Schlimmste noch, am selben Morgen, ne, das war jetzt abends, aber am Morgen kam meine Mutter bei mir ins Zimmer und hat mich gefragt, ob alles gut ist. Mhm. Ich schwöre es dir. Sie sagt, ich habe schlecht geträumt. Ich sage so, ne, ist alles gut so, alles cool. Und dann ist jetzt mein Bruder ins Zimmer gegangen, hat den auch gefragt, ist alles gut? Ja, Mann. So, aber scheiß mal da drauf. Auf jeden Fall wurden wir alle festgenommen. Und irgendwann hat mein älterer Bruder gesehen, okay, mein kleiner Bruder wurde verhaftet so. Ist er dann zur Polizei gegangen, hat gesagt, ey, ich bin's. So, verstehst du? Und am Ende des Tages wurden dann ich, mein Bruder und meine Schwester verhaftet. So. Ja. Wir waren dann im PG. Also Polizeigewahrsam. Und es kam dann so ein Anwalt vorbei. Der hat sich das Ganze so angeschaut und der meinte dann zu mir, das, was er liest, 12 bis 14 Jahre. So, also erwartet mich. Ja. 12 bis 14 Jahre. Und ich sage, was? Wohin? 12 bis 14. Weißt du, da habe ich wirklich gemerkt, okay, da kommt das Kind wieder raus. So. Weißt du? Und dieses wohin 14 ja. Jahre? Weißt du, ich meine so, was habe ich gemacht? So in meinen Augen, in meinem Kopf ist nur, ich habe den ein bisschen bearbeitet. Ja. Also weißt du, Anklage war auf jeden Fall Kidnapping, Geiselnahme, Raub, Waffenbesitz, genau. Sogar Baseballschläge haben die reingetan. So, und das waren jetzt die Anklagen, so Anklagepunkte. So. Ja. Also das war auf jeden Fall auf diesen Haftbefehl. Mhm. So, und ich weiß noch, ich konnte mit meinem Bruder und meiner Schwester reden und meinte dann halt zu meinem Bruder so, guck mal, ich werde alles auf mich nehmen. Ich bin noch jung, vielleicht kriege ich auch weniger, so, weißt du? Und er meinte dann halt zu mir so, nein, auf gar keinen Fall. So, auf gar keinen Fall. Ich nehme alles auf mich. So, du sollst raus, weißt du? Keine Ahnung, was wir uns dabei gedacht haben, weil am Ende des Tages hat der Typ eh gesagt, wir beide waren das. Ja. Aber ich bin dann reingegangen und meinte dann, also wir wurden auch wirklich 2 Tage lang verhört. Wir haben 2 Tage lang nichts gesagt. Und dann am Ende habe ich dann halt zugegeben. Ich meinte dann, okay, ich habe alles gemacht. Das war meine Idee. Mein Bruder wusste gar nicht, dass ich eine Knarre habe und so Filme. Und mein Bruder hat genau dasselbe gesagt. Umgekehrt. Dass ich nichts wusste, dass er alles so und so. Und dann war das für die natürlich Jackpot. Da sind wir erstmal alle in U-Haft gewesen. Auch meine Schwester. Immer noch, ja. Also wir waren jetzt 8 Monate in U-Haft. Und für mich hat es einfach, es war sehr, sehr schmerzhaft zu sehen, dass meine Schwester im Knast ist. Weil du musst denken, sie hat studiert, abgeschlossen, ein neues Studium, so weißt du, was ich meine, so wirklich ein gutes Mädchen, weißt du, die ihr Leben im Griff hatte, so. Aber hat das dann so gereicht, so eine Beweise, weil sie war doch gar nicht dabei, nur am Ende im Wagen, als hätte sie zurückgefahren. So, aber der Typ hat halt gesagt, so, dass wir 3 im Wagen waren und dass seine Schwester mit involviert war, verstehst du? Mhm. Also ich mache jetzt Vorspulen so. Ja. Jetzt war Gericht und wir waren alle, es war
es war krass, weil ich habe da zum ersten Mal meine Geschwister wieder gesehen, so nach 8 Monaten. So. Und auch meine Schwester zu sehen, das war krass. Und die Anwälte kamen immer wieder runter, die sind zum Richter, weil das Krasse war, der Typ wollte vor Gericht nicht aussagen. Okay, er wollte nicht mehr aussagen jetzt vor Gericht. Er wollte vor Gericht nicht aussagen. Weißt du, woran das lag? Angst. Okay. Denke ich mir mal. Mhm. Ne? Oder weil du musst denken, also ich weiß nicht, ob es Angst war, aber der Typ, die waren ja auch von der Straße. So, das dachte ich mir auch, vielleicht wollte er sein Image, sein Gesicht nicht verlieren, wenn da noch andere sind, weißt du? So, verstehst du? Weil das waren auch Jungs, die haben, was weiß ich, Kokain vertickt und hatten auch, die waren auch so halt unterwegs, verstehst du? Auf jeden Fall, der wollte nicht aussagen und deswegen haben ganz die Anwälte versucht, mit den Richtern so eine Einigung zu finden. Und die Anwälte kamen immer wieder zurück und meinten so, ey, wenn du das und das auf dich nimmst, dann kriegst du 10 Jahre, dein Bruder kriegt 8 Jahre, deine Schwester 6 Jahre. Ich dachte, auf gar keinen Fall. Da meinten die so, ja, dann sind die wieder zum Richter gegangen und dann kamen die wieder runter und meinten so, wenn du das, also angenommen Geiselnahme und die Waffe auf dich nimmst und dann kriegst du so und so viele Jahre und deine Schwester kriegt 4 Jahre. Ja. Und ich habe dann zu denen gesagt, guck mal, ganz ehrlich, ich akzeptiere 10 Jahre. Ich schwöre es euch, ich akzeptiere diese 10 Jahre, aber meine Schwester muss heute raus. Ja. So, die darf keinen Tag mehr länger hier sitzen, weißt du? So, und dann irgendwann kamen die wieder und meinten dann, okay, du wirst wahrscheinlich 5 Jahre kriegen, dein Bruder wird 6 Jahre kriegen und deine Schwester darf dann raus, aber dafür musst du dann das und das auf dich nehmen. Ich sage, so machen wir. Ja. So, und dann sind wir hoch ins Gericht und das war ein sehr krasser Moment, weil meine Mutter war da. Boah, das ist krass, ich kriege sogar Gänsehaut, ich schwöre dir. Ich habe die ganze Zeit schon Gänsehaut bei der Geschichte. Weil ja. Du musst denken, wir kommen jetzt ins Gericht rein, so, meine Mutter ist erstmal abgekackt, laut am Weinen. Die sieht jetzt ihre 3 kleinen Kinder so Fußfesseln, Handfesseln, weißt du, ich meine, so auf ekelhaft, so, weißt du. Von meinen Schwesterfreundinnen waren da und da waren noch so ein paar Kollegen da. Also jetzt nicht so von der Gangseite, sondern so normale Jungs so. Mhm. Und wir kamen jetzt da rein und da war einfach laut jetzt auf einmal. Meine Mutter am Weinen, die ist das, wow, wow, wow. Und ich denke mir so, scheiße, mal gucken, was haben wir gemacht? Ich gucke meine Schwester an, ich habe fast Tränen in den Augen. Ich denke mir, guck mal, die, weißt du, was ich meine so? Wir haben die einfach in irgendeine Scheiße reingezogen, was nicht normal ist, verstehst du? Ja, Bruder, und dann ja, hat der Richter halt vorgelesen, der hat voll schnell geredet. Kennt ihr diese Auktion-Leute? Die ja. Sagen, Bruder, so kam es mir vor. Mhm. Der meinte so, 48 Monate, 54 Monate, tschüss. Nee, da meinte er noch so, deine Schwester darf raus. Bruder, wir sind aufgesprungen. Ich schwöre, was für eine Gänsehaut. Das war dieses, wir haben unsere Schwester umarmt. Das war schon mein Bruder. Ja. Wir haben die geküsst, so die ist das, Hauptsache du bist raus, weißt du? Ja. Ja, Bruder, und dann war so dieses Tschüss, so wie Tschüss, weißt du, ich meine so, da habe ich gerechnet, so 48 Monate, ich dachte so, wie viel ist das überhaupt so? Dann habe ich gerechnet, so okay, 1 Jahr 12 Monate, ich dachte so, shit, 2 Jahre 24, okay, ich habe 4 Jahre bekommen, so. Ich war trotzdem froh, so, weißt du, weil eigentlich hätte ich, die haben am Anfang 12 bis 14 gesagt, und dann auf 10 runtergegangen, dann meinten die so, wenn ich akzeptiere, so kriege ich 5 bis 6 Jahre, weißt du? Und ich habe am Ende 4 bekommen. Mein Bruder hat 5,5 bekommen, glaube ich, war das, 5,5 Jahre bekommen. Ja, Bruder, und dann sind wir in Habs. Ja. So. Komm, mir ist das halt sehr, sehr wichtig, Bruder. Auch für euch, auch für die Leute, die zuhören und zugucken. Es ist alles in der Vergangenheit, ne? Ja. Und ich schwöre dir auf alles, was mir heilig ist, ne? Ich bin null stolz drauf und ich schwöre dir, dieser Tag, ich habe sehr viele schlimme Dinge getan so in meinem Leben, ne? Aber dieser Tag hat wirklich mein Leben gefickt. Ja. Und nicht nur mein Leben gefickt, das hat meine ganze Familie zerstört. Ja. Bis zum heutigen Tag. Verstehst du? Mhm. So, wir sind wirklich, meine ganze Familie ist zerstreut, sagt man das so? Ja, zerstreut. So, wirklich, das Ganze ist jetzt mittlerweile 16 Jahre her, ne? Und seit 16 Jahren bin ich nicht mehr mit meiner Familie. Boah, Digga. So, verstehst du? So, deswegen will ich euch nur so mitgeben, auch die Leute da draußen so. Eine Aktion hat mein ganzes Leben gefickt.
Und nicht nur mein Leben, sondern das Leben auch meiner Familie. Verstehst du? Und man sollte sich wirklich Gedanken machen, was man macht im Leben. Man sollte 10-mal überlegen, bevor man eine Aktion startet. Verstehst du? Ja. Ich habe sehr viele dumme Dinge getan in meinem Leben, aber das war, glaube ich, das Dümmste, was ich je gemacht habe. Ohne zu überlegen. Ja. Und noch nicht mal die Hintergründe. Ich wusste noch nicht mal den kompletten Hintergrund, was da wirklich passiert ist mit meiner Schwester. Bis zum heutigen Tag weiß ich nicht genau, was passiert ist. Ich weiß nur, dass er meine Schwester doof angemacht hat, meine Schwester gepackt hat, sie beleidigt hat, ich glaube auch angespuckt hat, irgendwie sowas. Weil meine Schwester war befreundet, also meine Schwester, ihre Freundin, das war der Mann von ihr. Okay, ja. Und jedes Mal, wenn seine Freundin, wenn die Freundin meiner Schwester zum Beispiel Wäsche gemacht hat oder kurz weg war oder so, hat er sich an meine Schwester rangemacht. Verstehst du? Und irgendwann hat meine Schwester sich so abgefuckt darüber und dann hatte sie gepackt am Arm, beleidigt, gespuckt und dann meinte sie auch zu ihm so, ey, ich habe auch Brüder, pass auf, was du machst. Und dann ging es los. So, das ist die Geschichte, die ich kenne. Und meine Schwester ist stabil. Ich schwöre, ich liebe sie über alles. Ne? Aber dadurch, dass in der Familie so viel kaputt gegangen ist, seit diesem Tag, haben auch viele nicht mehr miteinander geredet. Verstehst du, wie ich meine? So? Und deshalb kann ich euch bis heute nicht sagen, was da genau vorgefallen ist. Ich weiß nur, ich war ein Hitzkopf. Ja. Ich bin los und habe agiert. Ja. Und einen Tag, noch nicht mal einen Tag, ein paar Stunden hat mein ganzes Leben gefickt. Ja, Mann. Verstehst du, ich meine so? Eine sehr starke Botschaft, Bruder. Auch heute sehr selbstreflektierend, dass du so als älterer Mann zurückschaust und das auch so siehst. 100%. Das hat mich sehr berührt, auch die Geschichte. So, das heißt, auch deine Message war auch sehr gut, sehr wichtig. Ich hoffe, die kommt auch an, dass du erklärt hast, Digga. Dieses Straßenleben, du warst ja in einer Ecke der Welt so, wo die, das ist schon fast Endstufe, weißt du? Das Straßenleben, was da abgeht, dass du auch selber siehst, was das Ganze gebracht hat. Du warst einmal in deinem Film, das war für dich normal, irgendwann so Leuten Waffen im Kopf zu halten, weißt du, dass du gesehen hast, was diese 2-3 Stunden ausgemacht haben. Bis heute nicht mit seiner Familie im Kontakt stehen, das ist hart, Digga. Echt hart auf jeden Fall. Ich hoffe, die Message kommt auch bei sehr, sehr vielen Leuten an. Und jetzt sind wir auch weiter in der Geschichte. Du hast dann 4 Jahre Krieg gehabt. Und was jetzt auch interessant wäre, dass man dann generell über die Haftzeit redet, so. Warst du mit deinem Bruder im selben Gefängnis? Nein. Okay. Also, wie gesagt, ich war noch jung. Wo ich verurteilt wurde, war ich jetzt 19 und da war ich halt im Jugendknast. So, und da ging halt richtig die Post ab. Weil in England ist das so, also zumindest zu dem Zeitpunkt war das so, weil die Gangkultur war halt sehr, sehr groß und sehr aktiv da zu dem Zeitpunkt. Ja. Und wenn du in den Knast kommst, fragen die dich erstmal, woher du kommst, aus welcher Gegend du bist und dann ordnen die dich da ein, weißt du? Okay. Damit es nicht zu Konflikten kommen. Ja, also genau. Das machen die Beamten, also die sortieren das extra so aus, um Streit zu vermeiden. Ne? So, jetzt musst du denken, ich komme da rein. Ich war natürlich mit den Jungs draußen unterwegs, so, aber ich würde mich noch nicht mal so wirklich als Gangmitglied so sehen, weil am Ende des Tages, ich wusste nicht so viel von der Geschichte, so von dieser Gang-Geschichte. So. Ich war einfach mit den Jungs unterwegs und wir haben zusammen Scheiße gebaut. Ja. So habe ich das gesehen, weißt du? Und deshalb, ich kannte auch noch nicht mal jeden von dieser Gang. So, vom Sehen vielleicht, hallo, hallo, aber ich hatte so meinen kleinen Kreis so ja. von den Jungs und das war's auch, weißt du? Und jetzt bin ich halt in den Knast gekommen, jetzt als Verurteilter, ne? Ich bin jetzt in den Knast gekommen und da waren halt jetzt auch Leute von dieser Gang, ne? Aber ich kannte die gar nicht und die kannten mich auch nicht. Das heißt, es kamen erstmal böse Blicke so, weißt du? So nach dem Motto, wer ist das? Weißt du? Und dann habe ich jemanden gesehen, mit dem ich vorher noch im Knast war, also in einem anderen Knast war, als ich noch in Uach war. Und der hat mich dann halt begrüßt und meinte dann zu den Jungs, ey, das, so weißt du, der ist mit denen und denen unterwegs draußen und so und das ist gut, das ist alles gut so. Ja, Bruder, ab dem Tag war Hayat, Bruder. Ab dem Tag war alles ja, gut. Ja, Bruder, das war dieses, alles bekommen, Bruder, Fernsehen. Dies, das, ich hatte sogar Job bekommen. Ja, Bruder, ich war auf einmal Hausarbeiter. So, und dann ging es halt richtig los. So. Weil das waren jetzt die Leute, die halt schon jahrelang gesessen haben, die halt auch für die Gang Sachen gemacht haben. Verstehst du, wie ich meine? Das waren jetzt die richtigen, so diese OGs, sag mal, die jetzt da waren. Verstehst du? Ja. Ja, Bruder, und dann im Knast ging die Post ab, Bruder. Das war wirklich fast schon schlimmer als draußen.
Weißt du, was ich meine? Krass, Digga. Ja, weil das ganze Gefängnis war darauf aufgebaut, dass wir nicht aufeinandertreffen. Aber ich war kein eingetragener Mitglied und deshalb durfte ich auch zum Beispiel zur Schule gehen oder Werkstatt arbeiten. Verstehst du? Und dann fing das Problem schon an. Dass Leute gesagt haben, besorg mal was, besorg mal dies oder so. Nein, nein, nicht mal das. Die anderen waren da. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Und die haben natürlich mitbekommen, dass ich mit den Jungs unterwegs bin. So. Und dann ging sofort die Post ab, so direkt. So, ich komme rein, bam, Faust. Ja. Und dann ging schon die Post ab auf diese Level, weißt du? Das ist Knast, was du gerade erzählt hast. Ja, Bruder. Das ist Knast, was man wirklich aus dem Film sieht. Du kommst rein, direkt mit Faust. Das war direkt. Ich habe direkt eine bekommen, Bruder. Erstmal war dieses... Diese bunten Farben. Bruder, das war... Anders. Aber kannst du ganz kurz so die Struktur da so beschreiben? War das Einzel- oder Doppelzellen so, damit man weiß, wie das ist? Ich hatte eine Einzelzelle. Ja. Und ist das so wie in Amerika, dass man sieht, so dass, weiß ich das meine, waren das so richtige Türen oder nein, so Gitter? Nein, das waren Türen wie in Deutschland. Okay, auch so wie in Deutschland diese war das. Großen, dicken Stahltüren so. Okay. Und waren das auch so Flügelstationen, wie viele Leute, damit man weiß, wie viele Leute waren immer so auf einer Station? Boah. Wie soll ich das jetzt rechnen? Auf einer Station 150, 200. Boah, okay, das ist stark, Digga. Denke ich mir so. Ja. Ich weiß es nicht, Bruder. Hm. Das ist jetzt geschätzt. Ich denke so 150 Leute so. Ja, und heftig. Und wie lange war man dann immer in seiner Zelle da so in UK? Ja, auch wie hier, 23 Stunden. 23 Stunden, eine Stunde raus. Ja, okay. Eine Stunde raus. Es gab auch Soch, das heißt, man kann so Billard spielen und Tischtennis spielen und so. Ja. Eine Stunde auch. Okay, jetzt sagen wir, du wurdest jetzt zum Beispiel angegriffen. So, wie hat dann deine Gang sowas aufgenommen? Als du angegriffen wurdest, meinten die direkt, wir müssen was machen, einer muss jetzt Action. Du kannst gar nichts machen. Okay. Du kannst gar nichts machen, weil du musst denken, in diesem Knast, stell dir mal vor, dieses Ding hier. Hier ist Wing A, also A-Wing. Ja. Wir waren D-Wing. Ja. Also, wie heißt das? Ring, Flügel. So Flügel. Wir waren D-Flügel, A-Flügel und jetzt auf der ganz anderen Seite ist B-Flügel und C-Flügel. Ja. Das heißt, es ist so ein ganz langer Flur gewesen und wenn die zur Arbeit müssen, dann gehen unsere Zellen noch nicht auf. Also dieses eine Tor geht noch nicht auf. Mhm. So erst wenn die jetzt drin sind und jetzt auch da abgeschlossen sind, dann können wir erst raus. Ja. Aber es gab manchmal so Tage, wo Fehler passiert sind, wo die einfach beide gleichzeitig aufgemacht haben und dann ging... Da ging es doch schon direkt hier los. Hier ging die Post ab, oder? So, hast du das dann auch in deiner Anwesenheit mitgekriegt, dass der eine auch umgebracht wurde im Knast? Ja. Nein. Im Knast wurde keiner umgebracht. Ja. Aber gestochen, ich wurde auch gestochen hier. Also mit so Löffel, Knastding, so also Sachen, weißt du? Ja, krass. Ja, Bruder, ich denke, jugendhaft, weil das war ja von 18 bis 21, dieser Knast. Und ich denke, das überall so. Ich denke, da geht halt mehr die Post ab, weil die Jungs sind da ein bisschen wilder und wilder, so, weißt du? Ja, stimmt. Ja, und wie hast du dich da sonst auch zurechtgefunden? Ich denke mir, du bist mit 18 dann drin, Knast dran, 20 Stunden Zelle, weißt du? So hast du dir dein Leben, weil du stellst dir auch vor, deine Schwester kam raus, alles ist ja noch bis in deinem Kopf so. Schwester, Mutter, Familie, so. Wie hast du dir das Leben dann vorgestellt, wenn du rauskommst? Sagst du, Digga, ich scheiß auf Straße, alles um dich. Ich schwöre, ja. So hast du gedacht, ich schwöre dir. Guck mal, ich war immer wieder in zwei Welten. Ja. Wenn meine Mutter mich besucht hat, ich habe meine Mutter gesehen, ich sehe eine ältere Dame, die eigentlich viel richtig gemacht hat und ich mir einfach gedacht habe, sie hat sich wahrscheinlich selber gedacht, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Was habe ich falsch gemacht bei diesen Kindern? Weißt du, was ich meine? Mhm. So, und da war wieder mein Wunsch so, ey Mama, ich werde dir beweisen. Ja, und in so einem Moment kann ich mir vorstellen, dass es auch 100% ernst gemeint so. Ja, weil ich nicht vorgeuchelt, weil du merkst einfach, das bringt nichts selber. So, du musst denken, damals in Deutschland, ich habe Schule verkackt mit 14 Abgangszeugnis. Mhm. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich werde mich ändern. Mit 15, ich gehe in den Knast, Jugendarrest. Ich sage meiner Mutter, ich werde mich ändern. Mhm. Wir ziehen in ein komplett anderes Land. Ich kenne niemanden in diesem Land. Auf einmal wird es 100-mal schlimmer und ich sage wieder, Mama, ich werde mich ändern. Und da ging es nur darum, nicht mehr um 0 Uhr nach Hause zu kommen, sondern wirklich um 20 Uhr nach Hause zu kommen. Mhm. So, ich werde mich ändern, Mama, ich werde früher nach Hause kommen, ich werd Schule machen, ich werde Arbeit suchen, verstehst du? Aber jetzt komme ich in den Knast und krieg 4 Jahre. Und jetzt sage ich wieder, Mama, ich werde mich ändern. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. So, das war wirklich, ich habe mich selber schon doof gefühlt, so dieses,
Ich gucke meine Mutter an, ich denke mir, was soll ich ihr noch sagen? So, was, verstehst du, die nimmt mich gar nicht mehr ernst. Ja, das Bruder. Heftig, Digga, auf jeden Fall heftig Situation. Und ich habe es auch wirklich ernst gemeint. So in dem Moment habe ich also wirklich ernst gemeint, dass ich mich ändern werde, sobald ich hier raus bin. Ich werde das alles hinter mir lassen. Weißt du? Ja, Bruder. Ja, das sind so immer diese Standardfragen, die ich zu jedem Knast stelle auf der Welt, weißt du? Weil das sind auch so Sachen, die die meisten Leute interessieren. So generell der Umgang mit Snitches, mit V-Männern, mit Pädophilen. Wie werden solche im Knast so behandelt? Also im Knast ist, wie auch in Deutschland, die ganzen Pädophile und so, die werden abgeschirmt. Ja. Die sieht man gar nicht, so weißt du? Also ich habe die gar nicht gesehen. Ja. So, verstehst du? Und 31er ist auch genau wie hier. Muss erst mal erfahren, dass er 31er ist, weißt du? Und ich war jetzt nicht ein Typ, der jetzt zu jedem gegangen ist, zeig mir deinen Haftbefehl. Oder zeig mir deine Akte, weißt du? Ja. Aber es ist genau wie hier. So, sobald es um Snitches und sowas ging, haben die Leute auch dementsprechend agiert, so weißt du? Das war dann wahrscheinlich auch so hier mit der Hierarchie, so dass du, je krasser und gewalttätiger die Straftaten waren, desto mehr Ansehen hatte. So Leute, die versuchten Mord da saßen, waren die, die man schon eher respektiert hatte. Ja, natürlich. Also man hat schon gemerkt, da gab es Leute im Knast, sei es von unserer Seite oder von der anderen Seite, man hat schon gemerkt, diese Jungs haben anderen Respekt. So, weißt du? Weil untereinander wissen die, okay, weißt du, der Typ hat das und das schon gemacht. So. So, was waren so die kaputtesten Leute, die du da getroffen hast? Oder die verrücktesten Straftaten, von denen du da gehört hast? Ja, Mord und so Filme, Bruder. Heftig. Okay, jetzt sind wir auch schon an dem Punkt, so, du meintest, so 3-4 Jahre hast du gesessen gehabt, so die Zeit. Ich habe 3 Jahre gesessen. 3 Jahre gesessen? Mhm. Warum kam es jetzt früher raus? Das Ding war, ich war mit einem Freund von mir. Ich war mit einem Kollegen von mir. Wir wollten jemandem was wegnehmen, sein Handy und noch andere Sachen, ne? Und der war halt laut so, dieses geschrien und dies und das. Und dann kamen die Beamten so, ne? Und haben mich gepackt. So, die haben jetzt mich gepackt und meinten so, immer zu. So nach dem Motto, du kleiner Pisser. So, was denkst du, wer du bist? So, du kommst nach hier aus Deutschland und denkst, du bist, weißt du, ich meine, so einer von den Jungs und so, ich zeig dir jetzt, wer du bist. Ich schwöre dir auf alles, lüg dich nicht an. Die sind in meine Zelle gegangen, haben alles gepackt und haben mich jetzt bei den Rivalen getan. Boah, Digga. Bam. Ich schwöre auf meine Mutter, ich kam rein und da war noch, wie sagt man das, da wo man isst, Kantine. Ich schwöre dir, dieser Moment war krass. Als ich da reingegangen bin, ich hatte 4 Beamte mit mir. So 2 vorne, 2 hinten. Ich hatte mein Tablett, ne? Ich bin jetzt rein in die Kantine, es war laut und ich schwöre, als ich reinkam, war es so ruhig. Die haben mich alle so angeguckt nach dem Motto, so Jackpot. Ja. Jackpot, den ficken wir gleich. Ich schwöre es dir. Ich bin dahin, hab mein Essen geholt, hab mich an einen Tisch gesetzt, so mit so ganz normalen Jungs so. Dann meinten die Beamten, steh auf. Ich dachte, warum soll ich aufstehen? So, du gehst in deiner Zelle essen, so, du isst nicht hier. Und ich dachte mir nur in meinem Kopf so, ihr wollt mich hierhin tun, so, so eine Lektion erteilen, so, und jetzt soll ich so abgeschirmt sein und so, weißt du, was ich meine, so? Egal, ich bin dann zurück in meine Zelle. Ich schwöre dir, es sind bestimmt 5, 6, 7, 8 Jungs danach an meine Zelle gekommen, meinten so, gleich bist du tot. So, gleich, der eine meinte zu mir noch so, 2 Wochen bin ich raus. Damit wollte er mir sagen, so, ich gern deine Familie ran oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, Bruder, die waren alle an meiner Zelle, bis die Beamten kamen, meinten so alle zurück in die Zelle. Und dann war Soch, also Soch-Time. Das heißt, Spiel, so, man konnte raus, genau, so eine Sachen. Genau. Die haben mich als allerletztes rausgeholt. Ich schwöre es dir, die haben mich als allerletztes rausgeholt. Und alle waren schon draußen. Alle waren schon draußen. Und einen Tag davor wurde ein Freund von mir wurde in Auge gestochen mit so einem Kuli. Boah. Ne? So von einem von denen. Verstehst du? Ich hätte gar keinen Bock rauszugehen. Bist du rausgegangen? Ich schwöre, ich bin rausgegangen. Ich hätte gar keinen Bock da rauszugehen. Hatte ich auch nicht. Ich schwöre dir, ich wollte es nicht, Bruder. Oder unbewaffnet, niemals.
Niemals. Aber was habe ich gemacht? So, Bruder, das war auch mein Ego irgendwo auch so. Dummer Junge, 18, ne, die Zeit war ich schon 19, glaube ich. 19 oder 20 war ich schon. Bruder, ich bin da runter. Ich habe schon gesehen, die Leute hatten schon Schuhe ausgezogen, Socken schon ausgezogen. Die wollten jetzt, das war üblich damals, dass man so diese Billardkugeln in den Socken getan hat und dann gib ihn, weißt du? Bruder, ich bin runter. Ich bin sofort, wirklich sofort auf den einen Typen los. Aber sofort. So, der stand da allein in der Ecke so. Was heißt alleine, der stand da. Ich bin sofort auf den los und gib ihn, ne? Und kennt ihr diese Heizungen? Da, wo man so dreht? Du? Ja. Aber das ist jetzt unten. Aber das war jetzt ab, das Teil. Und sein Kopf ist jetzt genau da drauf gelandet und sein Schädel ist aufgegangen. Verstehst du? Und die ganze Aktion war bestimmt, lass mich nicht lügen, 15, 20 Sekunden. Direkt daraufhin waren 15, 20 Beamte auf mich drauf. Ja. Boom. Es kam niemand an mich ran. So wirklich niemand. Und die wollten mein Leben ficken. Ich schwöre es dir. Aber durch diese Aktion, aber da war ja Alarm so im ganzen Knast so, aber durch diese Aktion mussten die mich aus dieser Abteilung rausholen. Oder dass das auch mit der Schlauchsauce machen könnte, ja, Mann. So, also der genau der. Durch diese Aktion habe ich halt länger bekommen. Ich war auch im Bunker, ne? Wie viel länger ungefähr? Ich glaube, ich habe 6 Monate drauf bekommen. Okay. Ich habe 6 Monate drauf bekommen. Und daraufhin hat sich dann haben sich verschiedene Dings eingeschaltet. Immigration. Irgendwas mit Interpol, mit keine Ahnung, wie die ganzen Leute heißen. Die haben mich dann eingemischt und meinten dann so, ich muss raus. Mhm. Es gab dann so ein extra Gericht, wo ich und meine Mutter war. Also ich bin vom Knasthaus da hingegangen, meine Mutter durfte rein. Und da haben die entschieden, dass ich ausgewiesen werden muss. Okay. So. Der offizielle Grund war, dass ich eine Bedrohung für die Gesellschaft bin. Durch diese Gang-Aktivitäten. Ja. Das war der offizielle Grund, aber der inoffizielle Grund war halt wegen der Gang-Geschichte. Ja. Weißt du? Und die meinten halt, wenn ich aus dem Knast in die UK noch bleibe, also wenn ich da bleiben darf, ne, dann ende ich entweder im Knast oder hier, weißt du? Ja. Und das wollten die halt vermeiden und meinten so, ich muss raus. Und da haben sich auch ganz andere Leute eingeschaltet. Ich kenne die ganzen Leute gar nicht. Ich kam mit Anzüge und so. Mhm. Und haben mich dann vollgelabert so. Die haben mir dann so einen Zettel da hingestellt, wo da wirklich voll viele Länder drauf waren, wo ich nicht mehr einreisen darf. Was für Länder waren das? Wie viele Länder auch ungefähr? Boah, viele. Boah, ich schwöre, ich weiß selber nicht mal, wo ich einreisen darf und wo nicht. Mhm. Auf jeden Fall Dubai, Schweiz, England, also ganze UK sowieso nicht, Amerika, Australien. Ja. So diese Länder halt so, weißt du? Krass, und warum in so viele Länder nicht? Weil erstens die Straftat, die ich begangen habe, ist irgendwie so ein internationales Ding. Ja. So, keine Ahnung, dieses Kidnap und so. Und keine Ahnung, Bruder, ich war noch nie da und, Bruder, auf diese, weißt du, ich meine so, Bruder. Du warst noch nie da, die wollen ich war noch nie da und ich darf nicht. Ja. Ja, Bruder, aber ich hatte auch so verschiedene also zum Beispiel in England durfte ich 10 Jahre nicht und dann da 5 Jahre nicht und dann da 10 Jahre nicht und ich muss immer wieder beantragen. Also jetzt sind natürlich 10 Jahre vorbei, aber ich darf nicht einfach so einreisen. Ich muss jetzt irgendwie so einen Antrag stellen, ob ich überhaupt darf. Mhm. Irgendwie sowas. Ja, Bruder. Aber auf diese Aktion wurde ich dann abgeschoben. Mhm. Also haben die dann beschlossen, dass ich abgeschoben werde. Ja, Bruder. Also als ich 21 wurde, bin ich dann zu meinem Bruder in den Knast. Der war wirklich Maximum Security. Mhm. So, das heißt Cat A Prison, also in England. Ja. Das ist dann dieses, wo du wirklich Maximum Security, was heißt das? Maximale Sicherheitsmaßnahmen. So, weißt du so. Aber was krass war, ist einfach nur, dass ich da rumgelaufen bin. Ich war ganz neu da und irgendein Beamter hat mich gerufen. So. Also Zola, mein Name, weißt du? Und ich habe mich umgedreht so, und ich denke mir, woher kennt er meinen Namen, so, weißt du? Dabei war mein Bruder irgendwo da, ja. So 50 Meter weiter, so, weißt du?
Und der stand auch umgedreht so. Und als wir uns gesehen haben, war ein krasser Moment, Bruder. Mhm. Weil ich habe meinen Bruder so lange nicht mehr gesehen. Wir sind aufeinander zugelaufen, haben uns umarmt. So. Mhm. Weißt du, ich meine, die Beamten dachten Schlägerei so. Weißt du, die dachten Schlägerei, die sind dann zu uns gelaufen. Ich meinte, ey, das ist mein Bruder, dies, ja. das, wow, wir haben uns geküsst, Bruder, auf diese, weißt du? Und ja, dann meinte er halt, dass ich gucken soll, dass ich auf ihn, also auf seine Abteilung komme. Mhm. Was ich auch gemacht habe, waren auch in derselben Zelle. Heftig. Katastrophe. Bruder, hör doch auf, Bruder. Du bist auf einmal mit deinem älteren Bruder in einer Zelle. Und ihr habt keine Fernbedienung. Ja. Was denkst du, wer schaltet? Nein. Ja, Bruder, auf diese Filme, weißt du? Und ich bin auch oben. Mhm. Ist immer runtergehen. Bruder, hör auf. Hör auf, Bruder. Das war Katastrophe, Bruder. Und mein Bruder ist so ein Choleriker, so ein bisschen, so, weißt du? Mhm. Und ich dachte auch so, ey, ich bin jetzt Mann, so, weißt du? Ich bin auch Knast, ich hab geschafft, so. Ich hab mein Ding so gemacht und du schickst mich die ganze Zeit rum. So, weißt du, ich meine, so ja. fucked up, Bruder. Ja, aber ich tue einfach vorspulen. Irgendwann ging die Zelle auf und dann hieß es so, ich muss weg. So, ich werde abgeschoben, so, weißt ja. du? Du hast ja auch schon erzählt gehabt, so, dass bei dir auch sehr viele Leute kamen, sich da hingesetzt haben und auch schon beschlossen haben, dass man das jetzt macht. Ja, so. Ja. Und es war einfach so ein krasser Moment für mich, weil ich wusste jetzt nicht, wann ich ihn wiedersehen werde. Weil ich wusste, er wird nach Afrika abgeschoben, ich jetzt nach Deutschland. Ich wusste nicht, wann ich ihn wiedersehe. Mhm. Und das war einfach so ein krasser Moment, so, weil wir haben uns erst gerade wieder gesehen. Ja. Und jetzt muss ich schon wieder gehen, so, weißt du? Ich weiß noch, ich meinte zu dem Beamten, so kann ich nicht länger bleiben. Krass, also, ich schwöre dir. Und er meinte so, nein, komm, so pack deine Sachen, so. Ich so, und was, wenn ich dir auf die Fresse haue? Dann ist ja eine neue Straftat, so, dann darfst du auch bleiben und so. Ernst, weißt du? So direkt hast du das gesagt. Ja, aber so, kennst du das so? Ich hab's. So ein bisschen belächelt. So, weißt du, okay. Der hat auch gelächelt so und meinte so, komm, pack einfach deine Sachen und so. Ja, Bruder, und dann haben wir uns umarmt. Wir hatten fast Tränen in den Augen, so, Bruder. Und dann bin ich gegangen. Mhm. Ja, dann war ich erstmal in Abschiebehaft. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich da war. Ja, Bruder, und dann wurde ich abgeschoben. Da kamen die Leute, wieder diese Anzugleute mit Sonnenbrille, so Sama, FBI und so. Ja, die kamen wieder in so einen Koffer und so eine Sachen. Ja, die haben mich gefühlt halt so, weißt du, nach dem Motto, so, das waren auch die Leute, die mich begleitet haben, im Flug, so, weißt du, ja. Im Flugzeug. Ich hatte die hinterste Reihe. Ich hatte hier Fuß, ganzer Flug bis nach Deutschland. Und dann mussten alle raus und dann kam der Bundesgrenzschutz rein. Heißen die Bundesgrenzschutz ja. von Flughafen? Ja. Ne? Die kamen jetzt so mit 10, 15 Mann rein, im Flieger rein. So, und die Leute, also die Leute, die mich begleitet haben, wir wurden cool so auf dem Flug. So, weißt du, ich meine, so, wir haben uns unterhalten und so und die meinten halt zu mir, dass Deutschland nichts mit dieser Abschiebung zu tun hat und dass ich denen nichts sagen muss. Also ich muss denen nicht sagen, warum ich abgeschoben wurde ja. und ich muss denen auch gar nichts sagen. So, ich bin ein freier Mann. Und ich fand das einfach so krass, weil im Flieger haben die dann meine Handschellen abgenommen, die Engländer, aber die Deutschen haben jetzt neue angelegt. Okay. Und ich dachte mir so, ich gucke die Leute an, ich sage, was geht ab? So, weißt du, ich meine, muss ich wieder Habs oder, weißt du, ich meine, es war krass. Ich dachte mir so, scheiße, Mann. Wieder geschickt, so, weißt du? Aus Moment sein, so, die sagen dir, du bist freier Mann, Handschellen abgenommen, denkst du, Digga, so, war schon hartes Gefühl, Abdruck ist noch da, denkst du, frei. So, dann, und direkt nichts Handschellen. Ja. Boah. Und die haben mir Fragen gestellt, so, warum bist du hier, warum wurdest du abgeschoben? Ich so, boah, ich muss gar nichts sagen. Ich habe mich auch gefühlt diese Zeit, weißt du, ich meine, so ganz kurz, habe ich mich gefühlt und meinte so, Bruder, ich muss gar nichts sagen. Ja. Dann haben die wieder Fotos von mir genommen, Fingerabdrücke von mir genommen. Dann meinten sie so, yalla, verpiss dich, mäßig, weißt du? Kannst dann gehen. So, dann bin ich gegangen. Ja, Bruder, da war ich erstmal frei. Da warst du erstmal frei. Ich glaube, hier kommt auch der Cut so. Das wird der letzte Teil, der jetzt danach kommt, der dritte Teil, Da geht's auch, da kommen Nu und Zit auch mit rein, die Geschichte, ne? Ja, Bruder. Nu und Zit kommen, die beiden Chaoten, Digga. Ah.